Hallo liebe Freunde, ich grüße euch zu einer weiteren Folge No One Survived. Ihr seht, kurz nach Abschluss sind wir im Winter gelandet, nach der letzten Folge. Wir haben auch schon wieder ein paar kleine Patches gekriegt, schon wieder eine andere Spielversion. Genau, wir sind jetzt Day 32, Winter minus 23 Grad. Ich habe auch kein T-Shirt mehr, ich habe die gute alte Russenmütze auf. Wir sind bis minus 38 Grad im Moment geschützt. Ja, was machen wir? Wir brauchen Material. Ich habe mich entschieden, die Dächer aus Ziegeln zu bauen später. Und da müssen wir Zement für herstellen. Und da müssen wir halt so ein bisschen Erze noch farmen und so. Ich habe das Dach noch nicht ganz drauf wieder. Ich baue gerade die Waldkonstruktion. Ihr werdet das ja gleich sehen. Genau, ihr werdet das gleich sehen. Das ist Silber. Brauchen wir auch noch mal ein paar. Und ja, kann man ja währenddessen, muss man eh immer mal farmen gehen. Und dann machen wir das auch einfach. Genau, stückeln das ein bisschen. Wir sind bei 1.40 Uhr nachts, ihr seht es gerade, es wird gleich hell. Low Battery, haben wir keine Battery mehr drin. Okay, dann werden wir jetzt auch erstmal wechseln. Kann man denn jetzt schon die Batterie einfach hier draufziehen? Nee. Müssen wir hier wieder charge. Dann sind es 3 und nochmal. Dann sind es 2. Okay, wir brauchen Eisen auf jeden Fall ohne Ende nochmal ein bisschen. Ich glaube, das könnte was sein hier. Schwer am Arbeiten, ne? Mitten in der Nacht. Auf dem Weg dorthin musste ich eben schon 2 Witchbeine töten. Ist das Silber wieder? Ja, okay, ein Silber soll jetzt erstmal für den Moment langen. Wir brauchen Eisen auf jeden Fall. Liegt hier auch irgendwo rum, aber im Dunkeln kannst du es nicht so schön erkennen, ne? Wir brauchen auch Kalk ohne Ende, aber ich habe leider noch keinen Kalk wieder finden können auf den Strecken zumindest, wo wir bisher mal rumlaufen. Kann man nicht fahren? Ne, der geht nicht kaputt. Doch. War nur kein Dings drin. So, das ist Iron Ore. Daraus machen wir die kleinen Klumpen. Und aus diesen kleinen Klümpchen sozusagen, Brocken, machen wir dann die Barren. Wir sind Airfield zwischen Airfield und Base. Ja, wie sieht's aus? Wir müssten uns waschen in eiskaltem Wasser. Werden wir dann auch noch machen. Das ist auch Iron. Ja, die Base musste sich zum Teil halb abreißen aufgrund der ganzen Bauversuche und der Spielmechanik. Das heißt, auch die virtuellen Wände, die man erstmal setzen kann, ohne dass Material dran muss. Wenn man da wieder was abgerissen hat und es war schon verbunden mit etwas Fertigem, ist es leider auch teilweise zum Einsturz gekommen, sodass das Fertige wieder mit virtuell ersetzt werden musste. Ja, das war halt... Sieht ziemlich wild aus da. Wir haben es leider nicht geschafft, vom Winter ein vernünftiges Dach über den Kopf zu kriegen. Aber, ja. Ist halt so, ne? Kalk wäre ganz gut für Limestone. Das wäre sehr wichtig. So, jetzt ist auch die Pickaxe endlich mal durch. Steine nehmen wir als Nebenprodukt hier mit. So, haben wir hier noch ein bisschen Eisen. Eisen. Genau, nehmen wir die jetzt hier. Fahren wir ein bisschen. Leider, ja. Leider haben wir keine. Was schon. Kalkdings, die müssen wir irgendwo anders finden. Da wird es bestimmt auch irgendwo ein Vorkommen geben. Die brauchen wir auch immer als Nebenbeizutat hier. Clay. Lehm. So. Denn wir können wir das schon herstellen. Skill Tree. Technology. Genau, wir haben jetzt hier also gelernt, um das Silberbarren zu lernen, brauchen wir so ein Nugget. Das kriegen wir aus dem Brocken raus. Also das haben wir alles komplett für die Schmelze. Und dann wäre ganz geil, wir können schon eine Axt craften, aber hier eine Iron Pickaxe wäre schon ganz geil noch. Da haben wir auch Weapon Manufacturing Grad 1 brauchen wir da. Haben wir. Das können wir dann auch mal lernen. Fertige Barren haben wir schon.
Damit wir auch uns das Werkzeug immer wieder herstellen können, erstmal ohne suchen gehen zu müssen. Das hier scheint wieder Silber zu sein, oder? Ja, also ich gehe mit euch auch mal ein bisschen farmen. Ihr seht das ja, ich hoffe, wir kriegen das ein bisschen gut gemixt. Bisher. Den Wintereinbruch, den Start an sich konnten wir nicht zusammen beginnen. Er war auf einmal da, als der nächste Tag anbrach. Ja, ist halt so, ne? So. Wir nehmen noch ein bisschen Eisen mit. Ich glaube, du brauchst... Von hier kriegst du 1 zu 1, glaube ich. Also aus dem 5er-Stack kriegst du 5 diese Nuggets. Aber für einen Barren brauchst du 3 Nuggets. Das heißt, da ist das Verhältnis schon wieder nicht so cool. Wir brauchen im Moment erstmal mehr Eisen. Als Silber. Silber war jetzt eigentlich nur zum Lernen erstmal da. So, nehmen wir erstmal alles mit, ne? Genau. Zack. Sieht sehr wild aus in der Wüste. In der Wüste sei ich schon in der Base. Wie gesagt, ihr müsst das natürlich auch ein bisschen mitsehen. Darum geht es ja auch irgendwo in dem Spiel, dass du dein tägliches Leben irgendwie hier gestaltest, sozusagen, ne? Ist ja auch Part der ganzen Sache hier. So, jetzt wird es langsam hell. Wir sind schon bei 6 Uhr. Unsere Hygiene sinkt. Wir werden dann mal irgendwann das Wasser aufsuchen. Können wir denn noch ein bisschen was essen hier? Konsum. Ab und zu mal looten fahren. Ich habe jetzt auch Händler abgeguckt. Wir waren hier oben. Hier gibt's, das ist ein reiner Essenshändler. Hier gibt es Nahrung ohne Ende. Weil ich noch auf der Suche war nach einem zweiten Repair-Kit fürs Auto. Was ich bisher noch nicht finden konnte wieder. Das Auto hat wieder weniger Health, also guten Zustand. Das heißt, es verbraucht sich doch irgendwie, auch wenn du nirgends gegenfährst. Dann haben wir hier geguckt. Hier gibt es so Solarkram und so ein Zeug. Den kennen wir. Das ist unser Waffenhändler. Der hat so verschiedene Parts. Hier hatten wir das Repair-Kit her. Aber der hatte, zumindest als ich nochmal geguckt hatte, nichts da. Ich hoffe, das kommt nochmal rein. Das ist ein Animal-Händler hier am Startgebiet. Der hat Tiere. Das heißt, können wir unsere kleine Farm zulegen. Das hier waren Klamotten. Ein Klamottenhändler. Dann gibt es auch hier so eine geile Medieval-Rüstung. Sieht aus wie ein Ritter. Just for fun wahrscheinlich. Und hier gibt es Bücher. Also die ganzen Hefte bei dem Händler. Bei diesem hier unten war ich noch nicht. Und bei dem weiß ich es nicht mehr. Da waren wir ja damals am Anfang hochgekommen. Also ich muss den hier nochmal besuchen. Und den hier auch nochmal besuchen. Dann haben wir alle Händler abgelaufen. So, jetzt geht's auch wieder zurück. Und dann können wir es mal durchschmelzen. Und dieses Ölkanister konnte man, wie gesagt, sehr, sehr gut als Brennstoff für die Schmelze nehmen. Weil die Zweige sind natürlich nicht so ergiebig. So, wir machen uns zurück. Und dann seht ihr mal, wie wild die Base aussieht. Hier oben kriegen wir eh nur noch Steine rein. Können wir auf dem Rückweg nochmal einen wegkloppen. So, wir hinterlassen sogar teilweise hier Spuren im Schnee. Das ist ganz witzig, außer der Karren, der nicht. Der Karren gerade nicht. Sondern wir, und das Auto auch übrigens, was uns interessiert. So, wir müssen Kurs nehmen auf unsere Base. Und vermutlich sind auch die Wildschweine wieder gespawnt. Einen Schalldämpfer haben wir hier drauf jetzt, auf unserer SKS. Kaffee haben wir hier stehen. Genau. Also das wird noch dauern mit der Base. Das werde ich immer ein bisschen im Offline machen. Ich hoffe, dass ich das virtuelle Ding dann mal irgendwann fertig kriege. Sodass wir nach und nach nebenbei ein bisschen Material dranbringen können. Farmen als auch dranbringen können. Und hoffentlich die Bude dann irgendwann mal endlich fertig ist. Also du musst hier auf jeden Fall mit Balkengerüsten arbeiten. Wie man es auch schon vom Valheim kannte. Zum Beispiel. Machen wir mal ein Steinchen mit, ne? Eckstein wäre ganz geil, wenn der liegt. Ich möchte auch nicht googeln oder so. Wie gesagt, da bin ich nicht der Typ für. Im Moment kriegen wir noch alles selbst raus. Auch wenn es manchmal ein bisschen dauert vielleicht. Aber wir kriegen es noch selbst raus. So, wir müssen weiter nach in die Richtung. Ja. Nehmen wir den Stein noch mit. Und wenn wir an der Base angekommen sind, dann cutten wir erstmal zwischen.
Boah, du musst immer erstmal ein bisschen bewegen, dann hast du Zugriff hier drauf. Ist ein bisschen ungewohnt. So, der Karren, den haben wir erstmal voll. Aber wir können selber noch ein paar Steine mitnehmen. Denn wir werden jetzt bestimmt auch nochmal die verdammten Wildschweine wieder. Da ist schon eins. Ja, die greifen nicht an, denn, ne? Der Scheibenwerfer. Ich bin irgendwie ganz schön viel ab, ne? Lass das mal liegen. Leder brauchen wir jetzt erstmal nicht. Es war aber noch irgendwo eins. Deine. So, dann sind wir gleich in der Straße. Wölfe gibt's hier auch. Ganz witzig mit dem Schnee. Genau. So. Da sind wir schon mal wieder in der Base. Könnt ihr mal kurz euch, seht ihr mal ganz kurz, wie es inzwischen da aussieht. Total. Ja. Total wüst. Und es wird noch ein bisschen dauern, bis ich da. Das ist wirklich nicht so einfach. Es snappt nicht alles so, wie es soll. Die hatte ich ja schon mal erwähnt. Und du kommst ohne eine Balkenkonstruktion, Stützbalken etc., was ja irgendwo richtig ist, gar nicht zurecht, ne? Aber ja, trotzdem hast du dann die Snap-Points nicht so, wie sie sein sollen und so. Das ist alles ein bisschen. Ja. Wir haben erstmal das Lernen, dass wir uns auch das Werkzeug herstellen können. So, ihr seht, hier sieht schon wild aus. Stützbalken sind oben drüber. Fundamente. Ich habe es jetzt erstmal auf den Style gemacht. Ich hoffe, wir kriegen hier auch noch ein Dach drauf. Ihr seht das. Eine Eisentür haben wir drin. Hier müssen wir jetzt mal irgendwie weitermachen. Na, das Ding ist leider auch wieder kaputt gegangen. Genau. Es gibt 4 Längenbalken, 2 Längenbalken und eine Längebalke. Deswegen haben wir hier manchmal 2 Stützpfeiler zwischen und manchmal auch nicht. Dann habe ich es trotzdem mal gemacht, weil wir ja eh nach oben noch stützen müssen. Das muss ich alles noch rausbekommen. Das wird noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, liebe Freunde. So. Gut, hier haben wir noch ein paar Steine. Können wir schon mal hier das Fundament ein bisschen fertig machen. Ne? Ja, ich mache hier noch ein bisschen, schmelze jetzt ein bisschen Kram ein und dann sehen wir uns gleich wieder, liebe Freunde. Bis dann. Ja, Leute, wir sind wieder ein paar Meter weiter. Wir müssen nochmal looten in der Zeit, wie die Nuggets hergestellt werden. Die Autos sind jetzt irgendwie leer seit dem Patch, glaube ich. Also da. Ich habe jetzt noch nichts wieder in irgendein Auto gefunden. Da stimmt irgendwas nicht mit der Loot-Routine. Sind hier noch am Ende der Ortschaft, in dem Hotel hier oder was das ist. .556 NATO ist ganz gut. Und unsere für die SKS auch, die 762. Die können wir jetzt selber herstellen, aber die nehmen wir nochmal mit. Irgendwann werden wir die bestimmt auch mal brauchen. Wenn wir jetzt die Battery Table und sowas machen. Ich habe mich gerade am Brunnen gewaschen. Hier im Dorf gibt es einen Brunnen. Sind alle leer, die Autos. Ja. Hier im Dorf gibt es einen Brunnen, da kann man sich waschen. Und wenn du trinkst, hast du aber auch die oben die Vergiftung in Anführungszeichen, wirst du auch krank. Sniper. Red Dot, das nehmen wir mit. Das können wir, wie gesagt, alles verkaufen. 762 Extension. Habe ich das schon dran? Müssen wir gleich mal gucken. 556 Extension haben wir dran. Wir haben noch den Silver Nugget. Wir müssen noch ein bisschen Platz schaffen hier. Wenn wir jetzt die Knifte hier draufziehen. Mods. Ein Buttstock haben wir noch nicht drin, aber es ändert ja eh nichts.
Okay. Und für unser SKS haben wir da ein Erweiterungsding schon dran. Ein Clip? No. Machen wir aber jetzt. Bedeutet, können wir jetzt nochmal nachladen, haben wir 15 Schuss mehr im Magazin. Sehr schön. Nice. Ein Lockpick nehmen wir uns auch nochmal mit. Das lesen wir, wenn es dunkel ist. Weiter geht's, Freunde. Ich will mich hier gar nicht lange aufhalten. Wird eh bald dunkel. Wir reisen jetzt nochmal zum Händler. Wir hoffen, dass wir da nochmal Dings kriegen, Batterien. Also die Hotels zu looten hier ist auch mal gut für Munition auf jeden Fall. Aber haben wir noch ausreichend. Vorne ist auch nichts drin. Die ganzen Autos sind halt den letzten Patch irgendwie leer. So. Wir müssen fahren hier runter zur Kreuzung, dann rechts, da unten waren wir auch noch nicht. Wir werden auf jeden Fall im Einbruch der Dunkelheit noch unterwegs sein. Wir können ja im Auto schlafen, ne? Ist ja warm. Hier, wir ziehen Spuren auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, wie lange die... Oh, Kalksteinbaum. Hier sind wieder Erze. Oh, die sind ganz weiß. Natürlich jetzt schwer zu erkennen bei Schnee. Wir fahren jetzt nochmal zu unserem wertbekannten Händler und zu dem einen Händler da oben, wo wir... Was haben wir denn hier? Hier waren wir auch noch nie. Gucken wir jetzt zusammen mal rein, oder? Wir sind schon an dem Weg vorbei. Oh, da kommt schon ein See, der hat uns gehört. Hier geht's dann weiter. Der Scheidern von der Wirkung, da hinten, der bleibt auf jeden Fall stehen. Die Autos sind alle leer nach dem letzten Pitch. Ja, brauchen nicht mehr looten. Okay, schade. Hätte doch ein paar Ölkanister gehofft. Vielleicht kriegen wir die noch anders her. Als Brennstoff für die Schmelze, denn wenn wir Barren herstellen, weil das dauert sehr lange. Aber mit Ästen bist du da, musst du ordentlich nachlegen. Ja, brauchen nicht mehr looten. Autos sind leer. Oh, da hinten ist noch so ein Special-Zombie. Machen. Da oben ist nochmal WD-40. Nehme euch immer mal mit auf eine Loot-Tour. Das Problem. Ja, wir bleiben erstmal. Ja, oben runter. Was ist das hier? Motel, no vacancy, ja. Selbe wie eben, nochmal anders. Türen sind zu. Gibt's doch bestimmt irgendwas Geiles, oder? Oh, manche Zimmer sind offen. Nice! Alkohol nehmen wir nochmal mit. Bevor wir das irgendwann selbst herstellen, können wir, glaube ich, sogar schon fast. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt so bräuchten. Ein bisschen Essen und so wäre ganz gut. Gloves, Handschuhe. Wir wollen natürlich nicht alles hier looten. Gucken uns die Gegend mal an. Hier ist noch eine Wintermütze, die haben wir aber auf. Hier noch irgendwas rum? Nein, nearby Items. Wir fahren weiter. Das ist also ein Motel. Wir fahren weiter. Lass uns hier gerade nicht aufhalten. Wie gesagt, für Ammo und so sind die Hotels immer ganz gut. Wir haben jetzt auch Sonnenuntergang. 16.51 Uhr. Minus 11. Es wird kühler. Gucken, den Händler sollten wir noch erreichen. Ich hoffe, der hat immer noch mal ein Repair-Kit dabei, ey.
Ist nicht unser, ne? Okay. Schatz, sag mal, los. Ne, die Autos sind wirklich leer. Liebe Leute, da müssen wir nochmal einen nächsten Patch abwarten. Kein Loot in den Cars mehr. So, wir fahren jetzt hier hoch. Wir fahren den Händler hier nochmal an. Wo wir unser Repair-Kit hatten. Und dann würde ich den ganzen Bogen rumfahren. Ich hoffe nur, das Auto hält das noch aus. Wo geht's lang? Warte mal, wo sind wir denn da jetzt auf der Straße? Ja. Das wäre sehr ärgerlich. Dann wieder links da oben. Ist auch nur noch eine kleine Siedlung oder irgendwas. Wir werden uns irgendwann natürlich alles nochmal angucken, das ist gar keine Frage. Kalkstein, Leute. Gibt uns doch mal ein bisschen Kalkstein. Gibt es bestimmt irgendwo im Vorkommen, aber ich habe es noch nicht gefunden. Was war denn das? Ein Bär? Darf das Auto auch nicht. Ruhige dich, Digga. Also, ja. Oh. Ich muss hier gleich mal hochlaufen. So hier. Was ist das hier? Hier gehen wir mal rein, Leute. Vielleicht kriegen wir hier ein bisschen Leim oder Kalk. Das ist doch hier irgendwie so ein Zementwerk oder Kalkwerk. Das ist alles. Da gibt es auch gar nichts hier. Wir werden es erleben. Uns nach und nach mal immer ein bisschen was ein. Es liegt hier rum Nuggets. Ein Steinchen. Braucht man nicht. Kupfererz. Hier werden wir übernachten, Leute. Er will noch mehr. Er will noch mehr. Licht aus, siehst du mehr hier bei dem Schnee. Hier um Auto fahren halt, ne? Liegen Nuggets überall rum. Eisen. Coal, keine Ahnung, für wird das mal gut ist. Wir nehmen das erstmal mit. Muss man das Auto eigentlich mal runter, wobei das aber auch voll ist. Ich habe auch keine Handfeuerwaffe mehr, die haben wir verkauft. Habe ich eingetauscht gegen den Schalldämpfer. Sagen wir nochmal eine Wood Axe. Brauchen wir momentan nicht. Können wir alles selber herstellen. Cool, wie lange lässt sich das stacken? Sehr schön. Ja, dann sind wir mit der Folge eigentlich. Oh, hier Limestone. Wir brauchen unbedingt Limestone für Glas. Salpeter nehmen wir auch mit. Weiß ich auch noch nicht, wo wir das herkriegen. Wie lässt sich das. Nein, lass mal aus dem Coal. Dann sind wir mit der Folge auch schon wieder fast durch. Zement nehmen wir mit. Ziegel für unsere Zukunft, die Dächer nehmen wir auch mit. Wie waren die Pickaxe? Die ist halt, die ist schon gelb. Die ist noch gut. Dann schmeiß die hier raus und die hier mit. Genau, liebe Leute. Da werden wir uns, also mein Plan ist jetzt, ich will nochmal die Händler hier abfahren. Den einen, wo wir das Repair-Kit her hatten. Dann sind wir aber immer von hier gekommen, aus Richtung Airfield. Muss man hier ist ein Gebirge scheinbar, muss ein bisschen umlaufen. Auf dem werde ich nochmal anfahren. Hoffentlich hat er nochmal eins. Und wenn wir schon mal hier oben sind, geht es dann weiter. Ich hoffe, das Auto hält noch durch. Also Hauptsache, wir finden ein Repair-Kit, dann hält es auf jeden Fall durch. Und den will ich mir auch nochmal anschauen, was der nochmal für Kram hat. Genau, und dann werde ich jetzt hier schön in dieser Fabrik, wird der Kollege hier übernachten. Iron Machete. Das können wir bald alles selber herstellen. Quatten, Baumwolle, das kriegen wir. Das brauchen wir dann bald für die Schneiderei bestimmt. Ziegel nehmen wir mit. Den Rest
Limestone natürlich. Das man nicht. Für Glas, wir brauchen ohne Ende Limestone für Glas und sowas. Okay, hier haben wir einen guten Spot. Ich höre schon einen Zombie für Werkzeuge und so. Geile Machete. Iron Hand Knife. This item cannot be equipped here. Ich hätte doch schon mal eine Machete auf 3. Da will sie auch nicht. Da auch nicht. Das kleine Messer geht aber da. Okay. Ja, liebe Freunde, dann hoffe ich, es hat euch wieder ein bisschen gefallen. Wir schlagen uns so durch. Oh, geil, können wir wenigstens einen einzelnen Limestone wenigstens mitnehmen. Wir schlagen uns wieder so durch und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich weiß noch nicht wo, vielleicht ganz oben im Norden, dass wir uns dann wieder zusammen runter machen. Vielleicht bin ich auch schon wieder in der Base. Wir werden sehen, ich weiß es wirklich noch nicht. Genau. Also in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch wieder gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Bis dahin, ciao.